Willkommen zurück zu Empire at War. Wir haben ja im letzten Part eine relativ eine größere Flotte vom Imperium vernichtet. Und sind jetzt dann dabei, Nabu hat einen größeren Nachteil, das ist eine Raumstation Stufe 5, die uns Probleme macht. Allerdings haben sie nur die Raumstation und ein paar Patrouillenkreuzer. Unsere Flotte ist ready, wir greifen an. So, ich bekomme gleich mal 4 Marauderkreuzer. Das finde ich ja sehr so, den Commander lasse ich jetzt mal mehr außerhalb der Schlacht. Da der am wichtigsten sein wird. So, die Marauderkreuzer sind natürlich das absolut wichtigste hier jetzt in dieser Schlacht. Die sollen mal die Raumstation unter Beschuss nehmen. Na, komm, schieße. So, währenddessen machen die jetzt hier schon eine auf. Ja, toll, die treffen natürlich gar nichts. Darüber. Oh, den haben sie schon getroffen. Ja, die Nullschilde. Ja, ist ja sehr genial. Na toll. Den stoppen wir mal. Schieße, die ist so stark. Unsere Raketen müssen die Raumstation jetzt eigentlich schon langsam treffen. So, unsere Fregatten gehen natürlich alle drauf, so wie ich das sehe. Ja, vielleicht vorteilhaft. So, die neuen eure Fregatten sich schon mal ein bisschen unterstützen. So, geht es ein bisschen besser? Ja, es geht besser. Also, wir schießen auf größere. Hopp, der ist gerade im ersten Bomben und ist wieder down. Ja, so schnell kann es gehen. Mit dem Marauder. So, die Schilde sind down. Wir sollten die Hangars jetzt unter Schuss nehmen. Die Marauder leisten schon mal großartige Arbeit und man sieht schon, wie die Raumstation in sich zusammenbricht. Überall ist schon mal alles halb tot oder. Man könnte noch einen Marauder holen. Das Angebot nehme ich gerne an. Der ist mir ein bisschen weit vorne, aber soll halt mal so sein. So. Ja, die Nebulon hier gehen drauf, der wird wahrscheinlich auch noch hier. Aber das ist. Müssen wir halt jetzt so sehen. So, aber die Raumstation, die ist schon sehr stark beschädigt und das Schild ist. Na, der Schild, der ist schon lange down, aber der Hangar ist jetzt zerstört. So, dann fehlen jetzt nur noch eigentlich die ganzen Batterien. Ja. Das müsste jetzt eigentlich mit dem Patrouillen kombinieren. Schnell erledigt sein. Wir sind noch ein paar Klamatorkreuzer, aber wir sind für unsere Sturmbrigaden sowas von kein Problem. Stört immer die Proton-Torpedo-Launcher, sind hier gerade auch die gefährlichsten. Ich hab mich schon wieder vergessen, den Timer zu sitzen. Wo ist denn der? Ach Jesus. Wenn man alles suchen muss. So. Timer. Nee, nicht der Timer. Genau. So. Das ist auch erledigt. Wir können jetzt getrost hier spielen. Die Raumstation ist zerstört. Ich schicke gleich mal einen Begrüßen. Eine Begrüßung zu denen da oben, die krepieren ja schon, wenn man sie ansieht. Die Akamata-Kreuzer haben eine sehr schwache Schiene. Sind
aber trotzdem ziemlich stark in der Masse. Ich habe trotzdem einiges verloren. So, holen wir uns unsere. Haben die? Was haben die denn? Die haben ja fast gar nichts. Schau ich mal mit den Infiltratoren. Auf Naboo, wo die Gungans leben. Gungans. Ja. Yeah. Yes. Die uns natürlich als Verstärkung dienen. Visa ready. Visa ready. Ich finde die Typen. So. So, die bauen wir hier Geheimaufträge und gehen darauf. So, haben wir hier noch was? Ja, hier haben wir noch was zu einnehmen. T4B-Panzer gehen in die Front. Und die T2B-Panzer fahren mal darauf und helfen denen, den Dingen sie einzunehmen. So, hier machen wir mal eine kleine Verteidigung auf. Wir können dann schon mal nachgehen. So, geht ihr darauf mit denen. Ja, bin ich mal gespannt, was uns da oben alles erwartet. Ah, die haben die. Gut, die sind doch gut geschafft. Wo haben die denn? Okay, die haben ja ein bisschen Artillerie, sehe ich. Ein bisschen viel Artillerie. Okay, da weiß ich schon mal, wo die steht. Ein bisschen viel aber, was sie da haben an Artillerie. Naja. Sie sind schon in der Base drinnen, zerstören den Schild. Okay, vergesst den Schild, wir müssen die erstmal die Artillerie ausschalten, die ist eindeutig gefährlicher. Damage die macht. Ich komme jetzt wirklich nicht davon. Na, hol den. Alter, um die 4-4 Artillerie gesteckt. Machen die mit zu viel Artillerie auf dem Planeten? Da haben wir nicht mal eine schwere Waffenfabrik und diese hier zu bauen. Hm. Okay. Auf das bin ich jetzt nicht auf, dass die so viel Artillerie hier haben. Ja, auf etwas ausgegangen, aber nicht auf 5 Milliarden Artilleristen. So, dann kommen wir mal hier von hinten. Haha. Das war jetzt nicht vorbereitet. So. Das ist aber nicht alles. Die haben hier noch einiges Crashling gehabt. Was ist das bisschen da? So, da habe ich jetzt meine Artillerie. Die meinen Standardtruppen, die kann ich jetzt mittlerweile vergessen. Die bringen mir jetzt hier nicht so viel. Die Artillerie, die einfach in der Luft zerreißt. So, mit dem fahren wir mal. Naja, die da drüben, die kommen ja auch schon. Na, okay, jetzt sind viel mehr da. Und mit den T2B-Panzer geht es ein bisschen besser, da die mobiler sind. Wir haben hier trotzdem ewig viel Artillerie stehen. Und jetzt haben sie ja noch ein... egal. Euer Job ist es, die hier aufzuschalten. Wenn eine übrig bleibt, dann soll halt eine übrig bleiben, aber Hauptsache... So viele wie möglich sind down. So, ich mach mal hier Deckung. Es ist nur noch eine Artillerie da oben. Habe ich das so richtig gesehen? Ja, wahrscheinlich. Oder? Ja,
Sehe ich so richtig. Gut. Da ist jetzt nur noch eine Artillerie. Wir haben selber ein bisschen Artillerie dabei. Ich hätte vielleicht einen Bär mitgenommen, wenn ich gewusst hätte, was mich hier erwartet. Wir haben leider keine Aufklärer, so wie das Imperium. Wir können ja überall Drohnen hinschicken. Das kommt jetzt. Können die Rebellen nicht. Sollte so. So, ich brauche mir eine Vision hier oben. Ja genau, zerstört ihr mal die kleinen Geschütztürme hier. So. Denkt mal, wir haben alles an Artillerie, was der Gegner hatte, zerstört. Dann macht ihr den kaputt. So, dann holen wir uns mal den Posten hier oben. Oh, wo ist die letzte Artillerie? Die war ja auch hier oben. Was haben sie hier schon wieder aufgebaut? Oder gar nicht aufgebaut. Mysteriös. Wir stellen hier oben unsere Artillerie mal auf. Infanterie kommt von unten noch. Die werden ja einfach aufgerieben von den Infanterieturm. So, hier müsste eigentlich irgendwo eine Artillerie rumlaufen. Oder eine Mine. Wir müssen hier noch irgendwo eine Mine stehen, aber ich denke mal hier unten. Ist das Feed? Sieht eigentlich so aus, aber die Lokalisation vom Feed ist ja dermaßen falsch. Ja, was der Fall. Ich glaube eigentlich, ist eigentlich größer als das. Naja. Sollen wir das mal so hinstellen? Suchen wir mal die letzte Mine, denn den Generator ist jetzt eigentlich nicht so zwingend notwendig zu zerstören. Kann man machen. Ich suche jetzt eigentlich die. Ah, okay. Leute, ihr müsst alle darüber. Ihr müsst auch darüber. Und wir haben noch immer noch mehr Infiltratoren. So, der Schild ist auch weg. Und die fangen jetzt hier schon langsam an, das zu zerstören. So, die Artillerie ist als erstes vor Ort. Immer mit der Artillerie an die Front, so gehört sich das. Die brauche ich nicht mehr. Da genügt jetzt ein normales Willy. Der Hauptbetrieb kann ja schon mal anfangen zu schießen. Und die Artillerie zerstört eigentlich den Rest. So, noch die paar Truppen, die herauskommen. Müsste es eigentlich schon gewesen sein. Genau. Naboo haben wir erfolgreich eingenommen. Hier ist ein Sensor noch. Okay. Ja, wir haben ein bisschen was verloren gegen 4 Atel. Der Rest war normal. So. Dann wird Area Du eingenommen. Als nächstes. Es ist eine Raumstation Stufe 3. 2, Stufe 3, Stufe 2, Stufe 4. Also Bestien. Gut, haben sie glaube ich auch schon eingenommen. So, aber dann nehmen wir uns jetzt Area Du vor. Was haben wir denn noch an Truppen? Ah, wir haben noch. Wir haben viel noch, wir haben viel vorgepumpt. So, auch noch Area Du, da sind ein paar mehr. Wir haben fast, sind wir noch angekommen, ja. Wir sind ein bisschen mehr am Boden, Turbolaser-Türme. Da werde ich definitiv mehr Artillerie mitnehmen. Für die Turbolaser-Türme. Beziehungsweise auch dem Feldkommandeur, um eine erhöhte Sichtweite hier zu haben. So, der Flottenkommandeur bewegt sich mal wie eben etwas am Rande, der nicht wieder mitten in der Schlacht steht und stirbt, so wie es man wohl gewohnt ist. Meine, warum fahren die hier durch die Trümmer durch?
Nein, ich... Das geht gerade noch. Ja, du bleibst jetzt stehen. So, ihr macht dann gleich mal Vollgasangriff auf die Station. Ich mach gleich mal den Schild hoch. Denn die greifen die... Greifen die jetzt schon wieder an. Mal weg von... So. Könnt ihr schon auf den Maximal schießen? Jetzt können wir auf Maximal schießen. Maximal, okay. So, die können da immer noch rauf schießen. Protonentorpedos mögen nicht aufhören, da rauf zu schießen. Ja, jetzt gehen die auch nicht so. Nicht so nah. Bitte wohl. Ich muss jetzt nicht 5 Kilometer und in den Raum stehen. So. Ich wollte auf den Hangar, wenn's geht. Hoho, die haben Teilbomber. Die haben jetzt wieder oben gar nicht kommen sehen. Die Station geht relativ schnell drauf. So, was haben wir denn hier? Schild hoch. Und auf den Protonentorpeden. Wenn es des Möglichen wäre. Hallo. Was schießt hier eigentlich? Soll ich heraufschießen? Oh doch, ihr sollt da aufpassen. Das macht doch unser Kommandeur da oben. Ah, schafft er es noch zu überleben? Ne, das stimmt. Ja. Ist halt so. Du bist eigentlich da, um solche Teile abzuwehren, weißt du das? Kennst du deine primäre Funktion? Du musst dich nicht in der Luft drehen. Nein, du musst die Bombe aufwehren, die deine Fregatten zerstören. Ja, eine Fregatte habe ich zerstört. Okay, ein bisschen Bodenpersonal ist auch mit dabei. So, wo sind meine Artilleriegeschütze? Kommt mal hier mit. So, Zombie hier noch. Okay, einen Dienst. Die Mannschaft hier kann sich auch mal hier ein bisschen mehr versammeln. So. Sammelt ihr euch mal alle auf. Genosis ist meiner Meinung nach sicher, die können da weg. Ich brauche die Truppen hier. Genauso wie die zwei B-Panzer hier. So. Nehme ich mir mal einen von euch mit. Was haben wir denn noch auf Kaschik? Na, Kaschik kommt auch mal alles mit. Na, Luther, das kommt auch mal mit. Schuler wird mal mehr Fahrzeug gebaut und hier werden mehr Artillerie gebaut. T2B-Panzer auch. Wir haben eigentlich alles. Das ist nochmal Area Du. Ah ja, das ist der Planet. Das ist der Planet. Okay. Kommandeur, Artillerie und Stoßtruppen. Der Rest geht rüber. Geht auch schon mal rauf. Was haben wir denn noch auf Botabu alles? Achso, Infiltrator. Kann man noch hier irgendwas bauen auf Nabu? Ja, turbulente Türme. Das ist dann gesichert. Das war jetzt bisschen Glück, was ich da gemacht habe. So, ihr geht da rüber und ihr macht den Überfallangriff. So, dann machen wir noch Area Du. Wir können 10 Truppen mitnehmen. Der Kommandeur bleibt hier hinten. So. Area Du. Wer den Schildgenerator sucht, der war mal hier. Ist aber glaube ich jetzt hier oben. Ne, ist er auch nicht mehr. Okay, dann. Ein Stück, der war hier unten. Das hat mich mal aufgeregt, wenn ich Area Du verteidigen muss mit Turbulenz zu tun, weil der Schildgenerator mitten im Angriffsweg des Gegners liegt. Ich glaube, da sind auch ein paar Turbulenz-Türme. Ich muss jetzt hier einfach meine
einen Tief 2B Panzer Rush machen. Und okay, der Gegner greift auch an. Er will mir meine Artillerie nehmen. Schlau von ihm, mit seinen Geburtsfahrzeugen hier rüber zu gehen übers Meer. Hätte aber mehr mitnehmen müssen. So, ich will jetzt einfach nur den Schildgenerator hier auswendig machen. Wo ist denn der? Kann nicht sein, dass ich den übersehen habe. Habe ich keine Bombe im Orbit? Und wir gehen jetzt einfach so eiskalt darüber, weil sie meine Artillerie zerstören wollen. Wo ist der Schild? Da war das nur in der Republic at War, so dass er da unten ist. Nee. Ah. Ich habe ihn gefunden. Der ist aber auch leicht. Der eine Turbolaserturm wird jetzt ein paar meiner Truppen hier zerstören. Einer T2B Panzer, der hier. Aber hier muss ich vorbei. Auch und hier steht die Artillerie. Und die Gegner machen mir hier einen Strich durch die Rechnung anscheinend. Alles darauf. Hier machen wir mal den Typen hier platt. Gucken mal, dass es funktioniert. Ja. Die sind da. Die können hier hinschießen. Das ist böse. Oder so weit können sie nicht mehr schießen. Haha. Ich habe das System schon geschlagen. So. Commander, du bleibst mal hier. Hol dir mal noch so ein... Okay, die wollen es mir ein bisschen härter machen. Ich finde es auch cool, dass sie jetzt genau dann vorrücken, wenn meine Artillerie unten ist. Damit die ja nicht so viel Schaden anrichten. Wo geht die hin? Wollen die jetzt meinen Kommandeur hier abschießen? Das ist eine schwere Schlacht. Da werde ich zwei Parts dann brauchen. Wenn ich nicht mehr in den Part. Ich glaube, das wird ein bisschen einfacher, weil der... In Republic war der Schild hier unten. Aber das war ja ein Mod, ne? Da haben jetzt die Mod hier. Die fies Mod! Plan B. Habe ich einen Plan B. Dafür brauche ich wieder eine Erde E2B Panzer. Ich stationiere mal hier. Nee, hol ich mal nicht. So, ihr könnt eigentlich auch mal gehen. So, was ist hier? Nicht viel. Kommt jetzt ein Mass. Wo stationiert er jetzt seine. Will mich der jetzt verarschen? Egal. Wir haben jetzt der massive T2B, 25 T2B Panzer. Ja, Verluste bei den Rebellen ist ja Standard. Nee. Der riecht es. Der ist jetzt ernsthaft gerochen, dass ich jetzt darauf gehe. Cheater. Oder hat er die Sensoranlage? Kann normal nicht sein. Das kann normal nicht sein. Egal, wir machen jetzt einen massiven Rush auf diese Position. Doch, der hat die Sensoranlage. Er weiß, was ich vorhabe. So, die zerstören die mal oben. Ja, wie ihr Lamm fährt, ist ein bisschen heikel. Aber wir müssen den Schild hier einfach. Kackgenerator da. So, wenn der down ist, dann haben die keine Schilde mehr, die Turbolaser-Türme, und wir rulen jetzt die
Sensoren da auch gerne. So, ohne Schild kann ich auch meine T2B-Panzer ohne Bedenken kurzen lassen. Und die Turbolasertürme machen den massiven Schaden. Okay, die stehen hier ziemlich gut. Naja, egal, ich hole jetzt meine Artillerie. Ein bisschen was von der Artillerie. Wieder der nächste Vorstoß dann von Dunning. Wenn wir dann noch diesen Angriff sehen. Ach, lass mich jetzt einfach in die Ruhe. Das Blöde ist halt, die bekommen diese Panzer hier immer wieder neu nach. Es waren nur 4 Stück, weiß aber nicht, wie viel sie noch verstärkt haben. Genauso wie die ATSTs. Nur da mal im Angriff eigentlich nie trödeln. Man wird irgendwann out of Verstärkung sein und der Gegner hat immer noch massive Truppen. So, stellt mal die Artillerie hier auf. So, dann holen wir uns noch ein paar mehr. Von der guten Artillerie. Und schauen wir noch, was der Gegner hier alles hat. Jetzt hat hier oben nichts mehr stehen, jetzt wo ich keine T2B-Panzer mehr habe. Also das ist ja alles, was er an Artillerie noch hat. Sehe ich das so richtig? Ja, da bin ich. Das ist da. Hier hat er nix. Okay. Ja gut, bis im Vorstoß weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann, ciao.